So, ich würde mal sagen, wir machen dann kurz eine kleine Pause von den ganzen Aufgaben, denn ich weiß, euch wird das langweilig. Wir machen jetzt erstmal den Tumultwald weiter und danach machen wir ein paar Aufgaben. Yep, let's go! Tumultwald U1. Ich glaube, es ist sogar die gleiche Musik von Lapis-Höhle, oder? Ist das nicht die gleiche Musik von der Lapis-Höhle? Ich glaube schon. Oh, ein Griffel! Guckt es euch an! Ich liebe Griffel, eins meiner Lieblings-Pokémon. Oh, es ist super. Oh, Griffel. Aber natürlich sind sie hier nicht easy, die Pokémon. Denn es ist ja, wie gesagt, ein neues Gebiet. Ich sollte mal abhauen. Pikachu regelt das hoffentlich. Oder Pikachu? Regelst du es? Yes, nice. Aber da kommt gerade ein Pokémon auf uns zu. Da sollte ich erst einmal aufpassen. Oh yeah. Ja, BAM! Okay. Was haben wir hier unten? Geld! Und da ist noch ein Item, das ich vergessen habe. Das ist Geld, okay. Hi Blanners. Ich habe keinen Bock, ihn zu kämpfen. So, nice. Gucken wir weiter. Blutzug! Hi Blutzug, wie geht's? BAM! BAM! Da geht's down. Na 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 oh oh. Du 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 du. Was haben wir? Belebersamen? Nein, Sichtsamen. Für Fallen, okay. Ja, brauche ich jetzt nicht. Du 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 du. Hier ist ein Apfel, den können wir gleich mal phrasen gleich. Okay, kriegst du hin? Super. Zack. Was gibt's hier? Okay, da ist ein Griffel, was mich die ganze Zeit verfolgt. Hammer ab. Oder willst du meinem Team joinen? Da habe ich nichts gegen, du. Nö. Aber Pikachu kriegt sein Level 23. Yeah. Und ja, man kann sich in diesem Spiel... Ach, Doppelteam. Ist das so gut in diesem Spiel hier? Erhöht den Ausweichwert des Anwenders. Aber ich habe so gute Attacken, ich möchte es gerade nicht erlernen. Was ich sagen wollte, man kann sich in diesem Spiel entwickeln. Das ist möglich. Aber das ist erst nach der Story möglich. What? Allerdings dauert die Story nicht so lange. Wir haben also das meiste der Hauptstory. Das wollte ich letztes Mal sagen. Wir haben das meiste der Hauptstory durch. Hau mal ab, du. Bam. So, das ist die Treppe, aber ich nehme erstmal das Money mit. Und rein da. Yeah. U3. Oh, erst U3 erst? Ich dachte, oh Gott, Roserade. Das Vieh ist OP. Und seine Weiterentwicklung erst. Von dem Vieh habe ich Angst. Und das Ding ist richtig stark. Oh, endlich! Ein Wurf-Item. Wir kriegen irgendwie nie welche. Normalerweise sind die überall. Eine Eisennadel. Die packe ich erstmal auf Dings. Und mein Inventar ist jetzt voll. Was, einen kleinen Apfel habe ich? Bekommt man das durch einen normalen Apfel oder was? Wenn man den dann isst. Ne, ganz ehrlich, was ist denn ein kleiner Apfel? Der ist neu, glaube ich. Zusammen mit dem großen Apfel. Oder? Hm, wie immer. Ja, der große Apfel gab es, glaube ich, schon. Ach, ist jetzt auch egal. Bengam, weg mit dir. Ich hab gesagt, weg mit dir. Und weiter geht's. Wo ist die Trabe? Oh, wie geil, Kastanie. Leibspeise von Mankey. Beim Verzehr fühlt sich der Magen etwas. Ja, die sollten wir definitiv mitnehmen. Die sind wichtig. Und da steht ja schon, dass es die Leibspeise von Mankey ist. Und wir haben ja auch vorhin erfahren, dass wir hier nur sind, weil wir den Mankeys ja, weil die Mankeys ja den Issus auf den Geist gehen. Und deshalb sollten wir die vielleicht mal mitnehmen. Ja, ich spoiler mal. Ja, man braucht sie. Deshalb nehmen wir die mal mit. Und die Mankeys sind hier, der Boss in diesem Dungeon. Und die sind schon da. Hey, was wollt ihr hier? Wir wollen hier jetzt echt nicht rumrampeln. Aber wir sind 0,1 auf 180.
Und so richtig bringt es uns in Rage, wenn hier irgendwelche Dummbeutel auftauchen. Doch, was guckst du so blöd? Wohl auf Streit gebürstet will? Boah, ey, Walla, da sehe ich echt rot. Massenraserei, die Dummbeutel machen uns zum letzten Mal wütend. Ah, ja. Ja, komm, alles ist normal effektiv für mich. Ja, bei den anderen beiden nicht geguckt, ob die noch was haben. Das sehr gut gegen die ist, sind uns. By the way, die sind nicht wirklich schwer. Die können eigentlich nicht viel. Nee. Komm, bleiben wir mal bitte zusammen. Bam, Schlammbart. Das macht doch ordentlich schon mal Damage. Und das auch vor allem. Pikachu ist am besten gegen Bösse, glaube ich. Bam! Magnetbombe, zack. Oh oh, Fußkick. Ja, Magnetilo, du musst das schon alleine schaffen. Kann dir gerade nicht helfen. Boom. Oh oh, Magnetilo! Nein! Soll ich einen besetzen? Na. Brauchen wir nicht. Wir schaffen die auch so. Außer die wurden jetzt gebufft. Das wäre mir neu. Angeberei? Oh nein. Ah, ich treffe aber. Okay. Oh nice, einer ist down. Der andere da unten wird wahrscheinlich jetzt auch sterben, oder? Verdammt, hör auf! Nein, schade. Nicht getroffen. Aua! Geowurf, ey. Okay, da heile ich mich mal ganz kurz. Bitte habe ich eine Sinelbeere. Ja, gut, ne? Aber Pikachu geht's gut. Pikachu schafft das. Bam! Nice. Griff an! Nein, verdammt. Komm, Kitzel beide. Oh nein, er greift mich an mit Silberblick. Nein, treff doch, Mann! Okay, der obere wird aber angegriffen. Der obere sollte gleich auch dran sein. Hey, Pikachu, pass auf. Oh nein, warum? Wie lange bin ich denn verwirrt? Was ist denn das? Pikachu, du musst das jetzt auch ein bisschen auf dich alleine gestellt, ne? Jetzt! Bam! Nice! So, den oberen kriegen wir auch noch, Leute. Bam! Bam! Geschafft! Yeah, oh, da gab's ordentlich was auf die Mütze, Freund! Tja! Ich hoffe, ihr macht jetzt keinen Ärger mehr! Okay, das war easy. Wie versprochen haben wir diesen Mankey mal gezeigt, wo es lang geht. Ich hoffe, sie haben ihre Lektion gelernt und halten jetzt mal schön die Füße still. Vielen Dank euch, ist wirklich so. Genau, Wing, genau! Ja, wir sind unendlich dankbar. Hier ist unser Dankeschön. Er hat eine geschälte Kastanie zur Belohnung? Das ist... eine geschälte Kastanie? Ja, ist so. Eine geschälte Kastanie. Wisst ihr, wir haben kein Geld, ist leider so. Genau, genau. Deshalb können wir euch zur Belohnung auch nur eine Kastanie geben. Seid ihr jetzt enttäuscht? Pikachu? Nein, nein. Das ist schon in Ordnung. Geschälte Kastanien sind köstlich. Sie sind geradezu meine Leibspeise. Etwas Geld wäre zwar auch nicht gewesen, aber was soll's. Hey, Ida! Oh oh. Oh nein, die nervigen Mankey schon wieder. Hä? Sind uns diese Hitzköpfe etwa bis hierher gefolgt? Die wollen sich bestimmt rächen, weil wir sie vermöbelt haben. Ja, ich meine euch! Ihr hattet nur Glück, Milch! Mit uns legt man sich nicht so gestraft an! Diesmal verarbeiten wir euch zu Kleinholz. Wir werden euch regelrecht zermalmen. Was für eine Raserei! Auf sie mit Gebrüll! Hey, Augenblick! Seht euch das mal an! Eine Kastanie! Wie geil! Das ist eine geschälte Kastanie obendrauf! Bitte? Alter, ich liebe Kastanien. Was wissen die denn da? Sieht ganz so aus, als würden sie irgendwas besprechen. Genau, Wing, genau. Was soll das werden, wenn es fertig ist? Hört mal, ihr habt da etwas, was wir wollen. Diese geschälte Kastanie da, da riech ich richtig, da bin ich richtig scharf drauf, ey. Können wir die haben? Wir also... Wir lieben geschälte Kastanien. Wir lieben sie so sehr, dass wir ohne sie nicht leben können, Mann.
Und warum sagt ihr euch dann nicht einfach selbst welche? Naja, Kastanien haben doch immer so eine stachelige Schale, stimmt's? Wir versuchen sie zu schälen, stechen wir jetzt immer. Tja, und dann platzt uns natürlich sofort der Kram. Deswegen fragen wir euch ja, ob wir die geschälte Kastanie haben können. Wir tun auch alles, was ihr wollt. Was meinst du, Mike? Sollen wir den Menke unsere geschälte Kastanie geben? Na gut. Da fällt mir was ein. Hey, ihr, wie sieht's aus mit etwas körperlicher Arbeit? Körperliche Arbeit? Sowas wie Kram rumschleppen? Naja, Muckis haben wir zwar, ne? Wir sind voll die starken Boys, ey. Aber Arbeit geht uns gegen den Strich. Denn deshalb sind wir auch Hartz IV. Aber immerhin geht es um eine geschälte Kastanie, so. In Ordnung, hier ist mein Plan. Wir wollen unsere Basis umbauen, damit sie etwas mehr hermacht. Basis? Ja, genau. Die Basis für unser Retterteam. Wenn ihr uns beim Umbau helft, geben wir euch diese geschälte Kastanie. Nun, was sagt ihr dazu? Schon eigentlich ein gutes Angebot, aber ich habe keinen Bock auf Arbeit. Aber Kastanie. Ja, okay. Okay, wir nehmen das Angebot an. Wirklich? Ich werde uns also helfen? Ja, überlass das in uns. Wir schleppen das Baumaterial her und modeln ruckzuck das Gebäude um. Wir sind nämlich von der schnellen Sorte. Da wird nicht lang gewackelt. Im Gegenzug gebt ihr uns die geschälte Kastanie. Ich helfe auch mit. Denkt mir der Zeiten wegen, können wir alle zusammenkleben. Ich will auch helfen, ist so. Genau, wohin genau? Ich habe irgendwie ein ziemlich schlechtes Gewissen. Ihr wisst schon, weil wir euch nur eine lumpige geschälte Kastanie geben können. Genau, wohin genau? Ich danke euch allen. Okay, packen wir's an. Okay. 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 Und so begannen die Umbauarbeiten an der Basis des Retterteams Epic von Mike. Einige Tage später. Dieses wie so Samenbild, das ist super. Wahnsinn! Das geht ja echt schnell voran mit unserer Basis. Genau, wohin genau? Wir stehen in eurer Schuld. Genau, wohin genau? Aber wir sind doch nicht fertig. Es gibt immer noch eine ganze Menge zu erledigen. Genau, wohin genau? Ja, das stimmt. Jetzt nicht nachlassen. Bald ist es geschafft. Also los, Mankey. Spucken wir in die Hände. Nicht wirklich gemeint. Nanu? Da drüben! Was denn los? Wir müssen weiterarbeiten. Kein Bock mehr, Was? Leise stehen einfach nicht um 100 Tage. Wie soll man der aushalten? Ja, genau, das macht keinen Spaß, Mann. So eine geschälte Kastanie könnte uns die Arbeit wieder schmackhaft machen. Was soll das heißen? Unser Akku ist leer. Wir brauchen eine geschälte Kastanie zur Motivation. Mike, wir haben ein Problem. Die Menki arbeiten wohl erst dann weiter, wenn sie eine geschälte Kastanie erhalten. Wir müssen also eine weitere geschälte Kastanie für die Menki finden. Wir haben doch eine. Ich hab doch eine. Am nächsten Morgen. So sieht unser Haus bisher aus. Okay. Guten Morgen, Mike. Bringen wir den Menki eine geschälte Kastanie. Kastanien gibt es im Tumultwald. Ich weiß. Oh. Neue Post. Ah, ich finde das so cool hier. Ich liebe die Stelle des Spiels. Ist so lustig. Nummer 17. Die 7 Pokémon-Wunder. Was sind die 7 Pokémon-Wunder? Das Geheimnis um Dictas Füße. Das Innenleben von Vorstelkas Panzer. Die Intelligenz von Girafarix Schweif. A-Box Mustervielfalt. Wir erwarten von unseren Lesern weitere Pokémon-Wunder zu hören. Das Geheimnisjäger-Team. Oh, wie geil. Nummer 18, wichtige Bewegungstipps. Diagonale Fortbewegung. Halte R gedrückt und neige den linken Stick, um dich diagonal fortzubewegen und gegnerische Angriffe auszuweichen. Blickrichtung ändern. Manchmal musst du die Blickrichtung ändern, ohne dich dabei zu bewegen. Halte hier zu Y gedrückt und neige den linken Stick. Auf deinen Abenteuern durch Dungeons gibt es auch immer Hinweise und Anleitungen für dich. Okay. Genau, oder? Genau. Genau. Ich helfe auch mit. Mein Geldwinkel weiß ich im Leben. Oder oben? Wir werden hart arbeiten, bis eure Basis renoviert ist. Okay.
Und? Habt ihr uns eine geschälte Kastanie gebracht? Oh, eine Kastanie, wir wollen eine geschälte Kastanie. Los, gebt sie her, wir werden dann auch ganz hart arbeiten. Hier, bitte. Mike schält die Kastanie und übergibt sie Mankey. Oh, eine geschälte Kastanie. Also los, ihr Farbmetze, packen wir's an. Was steht ihr denn da rum? Lass los! Kommt endlich in die Gänge, Mann! Wir werden die Basis im Handumdrehen renoviert haben. Wir schleppen das Baumaterial her und brodeln ruckzuck das Gebäude um. Wir sind nämlich von der schnellen Seite. Ah, das haben die schon mal gesagt. Okay. Und so. Setzen die Mankeys. Weiter. Renovierarbeitungen an der Basis voller Datendrang fort. Bald schon näherten sich die Bauarbeiten an der Basis ihrem Ende. Doch einmal müssen wir noch. Und habt ihr uns eine geschichte Kastanie gebracht? Was? Ihr habt keine dabei? Dann können wir nicht arbeiten, oder? Wenn ihr wollt, dass eure Basis renoviert wird, dann bringt uns eine Kastanie, man. Geschält, versteht sich. Manchmal finden wir Kastanien im Tumult, weil wir wollen sie ohne Schale, Mann. Ja, dann müssen wir dann doch nochmal in den Tumultwald. Ja, dann let's go. Hat eh nur 4 Ebenen. Der war früher viel größer. Ich bin so froh, dass sie den so klein gemacht haben. Das war so nervig, einmal in den Tumultwald zu gehen und dann irgendwie 10 Ebenen oder mehr zu machen. Aber ich bin froh, dass sie den... Dass sie die, zum einen haben die Musik geändert. Eigentlich ist es die von dem einen Wald, wo wir gegen Gänger gekämpft haben. Soweit ich weiß. Und zum anderen finde ich es geil, dass es viel kürzer ist. Das macht es angenehmer. Denn die Gegner sind auch nicht wirklich einfach. Zum Teil. Ja. Und da macht es dann schon Sinn, wenn wir so einen kleinen Spaziergang hier machen. So, aber nicht direkt sofort in die Treppen reingehen. Das ist nicht euer Ernst. Das meine ich eben. Sondern halt Kastanien suchen. Das, deshalb sind wir ja hier. Wir sollen nach Kastanien suchen. Yes, ein Griffel. Oh mein Gott, wie cool. Da haben wir einen Griffel, Mann. Oh Gott, oh Gott. Lass mich bitte in Ruhe. Was? Okay. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Aber das Griffel bitte auch. Okay. Aber da oben ist noch ein Item. Ich gehe nochmal nach oben. Weil da oben ist halt wie gesagt noch ein Item. Ich würde gerne wissen, welches Item das ist. Vielleicht ist es ja das Item, was wir benötigen. Nein, das ist ein Schal. Ein Wiedersehenszauber, okay. Interessant. Hau mal ab, du! Bam! 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 So, weiter nach Richtung Ziel. Ja, ist egal. So, weiter. Oh Gott, die Items sind überall verteilt. Was ist denn das? Samuzel! Hey, wie geht's, mein Freund, mein Bester? Na? So, ciao! Bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Oh, nice Truhe. Eine hübsche Truhe. Die nehmen wir doch gerne mal auf, würde ich sagen. Wird sein Träger von seinen Mitschreitern getrennt, wird er in die Nähe, in ihre Nähe teleportiert. Wird es von einem Mitschreiter getragen, so wird dieser in die Nähe des Anführers teleportiert. Okay. Wir machen mal Sichtsamenberg, die mag ich nicht. Oh, Level Up für mich. Level 27 reicht nämlich so mit. Geil. Risikotackle. Nein, lieber nicht. Nee, lieber nicht für mich. Nein. Ist eine gute Attacke, aber... Na, will ich nicht. Ich bin bei den Attacken eigentlich zufrieden. Außer wir kriegen halt Attacken, die gleich sind, aber halt stärker. Sowas wäre mir halt viel lieber jetzt. So, schön, dass du da schräg stehst. Wie beim Schach, dann kann ich nicht so angreifen, aber du bist eh schon tot. Na, egal. Oh, wir haben jetzt auf einmal 5 Seiten. Aber warum? Warte, warum haben wir 5 Seiten? Okay. Okay, auf dieser Ebene ist ein kampfunfähiges Pokémon. Das kommt random. Mir fehlt übrigens immer noch
Eine Kastanie. Ich habe bisher jedes Item gesehen. Und bisher gab es noch keine Kastanien. Oh, Blutzug. Natürlich kannst du joinen. Aber den Zwielichtwald habe ich dennoch leider nicht. Das heißt, wir können Blutzug nicht behalten. Deshalb hätte ich eigentlich auch Nein sagen können. Na egal. So, die Sinnelbeeren nehmen wir gerne mit. Ja. Dann gehen wir erstmal nach unten. Was ist das? Eine Nadel. Okay. Nicht das, was ich erhofft hatte. So, nach oben. Kämpfen gegen das Blutzug. Bam. Aussetzer. Och nö. Ja, ich weiß. Attackensperre. Wir dürfen eine bestimmte Attacke nicht einsetzen, die der gesperrt hat. Oh, noch ein Blutzug. Na, nee. Nein. Sorry. Aber zumindest steht da nur noch, Blutzug ist weggerannt, weil, weggegangen. Ist, ja. Weil im Original stand da halt, sowas wie Blutzug ist abgehauen, weggerannt. Und dann Punkt, Punkt, Punkt. So wirklich traurig wirkend und alles. Das hat mir einfach nicht gefallen. Oh, eine Kastanie, die nach der suchen war. Ja. Den können wir nochmal retten, würde ich sagen. Einen kleinen Apfel. Mampf, Mampf, Mampf. Hier hast du deinen kleinen Apfel. Und nice. Oh, wir können ihn. Yes, wir können ihn rekrutieren. Das ist so cool. Magenfüller. Yo. Das ist ja geil. Okay, komm. Oh, ein Mankey. Können wir eigentlich einen Mankey rekrutieren? Was ich übrigens gut finde. Früher war es im Original so, wenn der Anführer stirbt, dann haben alle verloren. Aber jetzt ist es so, wenn, erst wenn alle sterben, hat man verloren. Das finde ich auch viel besser so. Nice. Himmelsfeger? Lol. Da kann einfach Himmelsfeger in den Octo. Ist ja geil. Ja, moin. Einfach mal Himmelsfeger. Natürlich, wer kennt's nicht. So, schnell zum Ziel, bitte. Noctu, bitte sterb jetzt nicht. Bitte, Noctu. Danke. So, Ziel. Hier scheint sich niemand aufzuhalten. Dabadabadam-bam. So, was kriegen wir? Hitzekoller. Und Felsgrab. Hitzekoller können wir gerne verkaufen, aber Felsgrab wäre interessant. Griffel. Energiewald. Gerne, gerne. Nee, kein Bock. Und Blutzug. Da ist natürlich, abhauen, okay. Und Noctu, natürlich, Magenfüller, geil, Abflugwald. Ja, das gerne mitmachen. Nein, kein Bock. So. Okay. Damit haben wir dann, ich glaube, das ist genug, Kastanien. Ich glaube, die wollten insgesamt nur 3. Hoffe ich. Müsste eigentlich so sein. Also 2 von uns und einer von den beiden hier. Guten Morgen, Mike. Bringen wir den Menke eine geschälte Kastanie. Okay. Aber vorher noch mal was zu lesen. Ich hoffe, die Folge ist nicht zu lang. Ich weiß halt gerade nicht, wie lang die ist. Wahrscheinlich schon Überlänge. Deshalb beeilen wir uns. Seltsam Höhle. Und ich würde sagen, wir machen den Rest in der nächsten Folge. Nummer 19. Neue Bodenfelder. Neue Bodenfelder? Es soll neue Arten von Bodenfeldern geben, die keine Wunderfelder sind. Darunter sind zum Beispiel die Trainingsschalter. Trittst du darauf, bewirken sie offenbar, dass der Level deiner Attacken schneller aufsteigt. Leuchtböen weisen indessen auf vergrabene Schätze hin. Genau, lass sie dir also nicht entgehen. Und Nummer 20, die Meister-Dungeons. Die Meister-Dungeons fordern dich heraus. Irgendwo auf der Welt soll es extrem schwierige Dungeons geben. Man betritt sie allein, ohne Items und auf Level 5? Warte, was? Noch niemand hat diese Dungeons gemeistert. Sie prüfen nämlich nicht deine Stärke, sondern deinen Verstand. Okay. Wir werden ja wieder in der nächsten Folge mehr erfahren, was hier alles passiert. Schaltet ein.